Und weiter geht's auf der Reise. Weg vom Campingplatz. Weiter Richtung Norden. Oh, schaut euch diesen Ausblick an. Aber das gehört auch dazu. Regen in Schottland, logischerweise. Damit muss man auch klarkommen. Logisch. Aber dafür sind wir ja gerüstet, ne? Andrea ist auch da. Ja, Rollo. Na, damit muss man auch klarkommen. So, absolutes Lachsfanggebiet hier. Die haben dann die Lachse vom Atlantik, die hier gefangen werden. Ja, richtig schön. Direkt am Treffpunkt, ihr seht schon einen Haufen Wohnmobile hier. Ja. Aus allen Herkunftsländern, Niederlande, Belgien, Deutschland. Ganz schön was los. Und dann ist auch noch Feiertag diese Woche zum Jubiläum der Queen. Aber die Landschaft, sage ich euch, die ist einfach einzigartig. Ich würde sagen, aber weiter geht's. Wir haben noch ein Stückchen zu fahren. Hallo. Akira, gell? Geht's auch langsam wieder besser, gell? Ja, gehört halt dazu. Ist so, man kann sich nicht aussuchen. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir es so, wie es kommt, gell? Das Wetter gehört halt auch dazu, gell? Ja. Das haben wir ja gewusst. Und solche Tage muss es halt auch mal geben. Heute steht eh nicht viel auf dem Plan, denn heute wird es nur eine Fahrt von 2 Stunden geben Richtung Norden, an die nordische Küste. Und dort schauen wir uns 2 schöne Strände an, bevor es dann auf die Isle of Skye geht. Da freuen wir uns schon drauf. Das wird richtig cool. Hier ist das Wetter wie im Leben. Hier ist das Wetter wie im Leben. Nach Regen kommt Sonne. Ja, ja, absolut. Nach Regen kommt Sonne, das ist richtig. Ja. Haben wir auch noch mal ein paar Fragen bezüglich Hunde in Schottland, überhaupt in Großbritannien. Aus meiner Sicht sind Hunde hier sehr, sehr willkommen. Sehr, sehr hundefreundliches Land, sowohl England wie auch Schottland. Aber halt extrem viel Schilder, Leinenpflicht. Ne? Das hängt halt damit zusammen, dass halt hier mehr Schafe wie Menschen sind. Und ja, im Allgemeinen wild auch Kaninchen, die laufen ja hier rum wie bei uns die Katzen. Die haben ja eine regelrechte Kaninchenflut hier. Ja. Also jetzt alleine auf dem letzten Campingplatz, da waren bestimmt Tausende. Und ja, wenn man da den Hund freilaufen lässt, außer er ist vielleicht wohl erzogen, keine Ahnung. Naja, ich weiß nicht. Trotzdem, man kennt ja das Gebiet nicht und so. Und wenn der Hund dann plötzlich weg ist, wo willst du denn dann, ja. Eben. Die Akira auf jeden Fall triggert das, die kennt es nicht. Ja, so viel, ist sie so eh läufig, dann ist sowieso. Eben, ist es eh läufig, dann hat sie noch einen ganz anderen Trigger. Und ja, deswegen sollte man sich auch an die Gesetze hier halten, ne? Und die Hunde an die Leine nehmen. Ansonsten muss ich sagen, ein sehr hundefreundliches Land. Also jeder freut sich, wenn sie vorbei huschen kann und sie mal kurz streicheln kann. Und viele haben selber Hunde, also überhaupt gar kein Problem.
So, jetzt haben wir gleich in einer Minute an einen der schönsten Strände rausgekommen. Ja, sind wir mal gespannt, Katrina, oder? Sind wir mal gespannt, oder? Es wird schon steinig hier. Schatz, guck mal. Jetzt wird's. Oh. Also eins muss man ja schon sagen in Schottland, eigentlich kann man hier alle paar Meter anhalten, weil das Land einfach so unfassbar schön ist. Ja, und auch die Single Track Roads hier, die sind einfach einzigartig. Man hat hier so eine Natur, alle paar Meter könnte man eigentlich stehen bleiben und man kommt so einfach nicht vorwärts. Das ist das Problem. Und hinter jeder Ecke findet man wieder ein neues Highlight irgendwie, und genauso jetzt hier, wo wir stehen, es ist einfach nur beeindruckend, hier zu stehen und diese Natur auf sich wirken zu lassen. Mal ab und zu einen Kaffee trinken, man muss ja auch nicht hier durchbrettern ohne Ende. Es ist einfach faszinierend. Was für ein geiler Strand, hey. Hammermäßig. Leider hört er mich wahrscheinlich jetzt nicht, aber das ist einfach der Hammer hier. Einer der schönsten Strände in Schottland. Und der nächste ist gleich nebenan. Da fahren wir auch noch hin. Aber zuerst genießen wir mal den geilen View hier. Hinter mir wäre eigentlich unser Übernachtungsplatz, hier hinter uns, ja, mit diesem schönen Ausblick, schaut euch das an, aber ich glaube nicht, dass wir da einen Platz kriegen. Es ist Sonntag zwar, aber es rammelt voll, wir versuchen es einfach mal, wir fahren mal hin, mal schauen. Na, der Golden haben wir eingekriegt, ja. So. Kann ja mal fragen, oder? Keine Ahnung, wie man da parken darf. Hä? Keine Ahnung, wie man da parken darf, weißt du? Wie sie da stehen dürfen. Für ich sag jetzt halt erst voll. Ich frag den Pastor. Was da vorne ist. Da ist noch einer, da ist noch einer. Also eigentlich hat es da vorne. Ich frage einfach mal. So, also wir haben noch einen Platz bekommen. Hier ist rappelvoll, sag ich euch. Viele Deutsche, Nummernschilder, ist mir so gar nicht aufgefallen auf dem Weg. 20 Pfund geht eigentlich noch mit Strom, ne? Also kann man nicht motzen. Und vor allen Dingen einen coolen Ausblick, wenn die Wolken weg sind. Ne? Und man kann hier mit Sicherheit auch das ein oder andere coole Bildchen machen. Was sagt ihr zwei? Double Ace? Wahnsinn.
Wie gesagt, das kann man nicht in Worte sagen. Muss man fühlen. Ja, absolut. Das muss man erlebt haben, glaube ich. Ja? Genauso auch jetzt mit Kamera. Sieht man zwar bewegte Bilder, ist immer schön, wenn man dabei sein kann, aber diese Etappe von heute, die muss man fühlen. So, lecker, schmecker Abendessen. Jetzt zum gemütlichen Teil. Haben wir uns verdient. Haben wir uns verdient, würde ich sagen. Ja. Schöner Campingplatz gefunden und jetzt wird es erstmal hier schön gespeist. Schaut euch das an. Oh, lecker. Gut. Wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ah, ihr seht schon hinter mir die tolle Aussicht. Da gehen wir jetzt nachher nochmal hin und schauen uns das nochmal genauer an. Oh, herrlich geschlafen, sage ich euch hier an dem Fleckchen. Tief im Norden, also der nördlichste Punkt eigentlich von Großbritannien. Und heute geht es dann Richtung Skye. Isle of Skye geht es heute 3,5 Stunden Richtung Süden. Eigentlich sind wir wieder auf dem Heimweg dann. Ne? Aber der Höhepunkt Isle of Skye kommt ja noch. Ne? So, aber jetzt muss erstmal ein bisschen Haushalt her. Staubsaugen ist angesagt. Das Ding ist wirklich cool, mit Licht vorne dran, damit man auch wirklich sieht, wo man hinkommt. Und der Akku hält wirklich richtig lange. Ne? Richtig lange. Das ist cool, das Ding.
Herrlicher Spaziergang war das, gell? Oh ja, Spaziergang. Alter Schwede, ein Wermutstropfen hat's. Die Drohne ist mir abgeschmiert. Kompletto kaputto. Also was heißt kompletto kaputto? Eine Schraube. Eine Schraube. Eine Schraube ist mir abhanden gekommen. Bedeutet, ein Flügelchen kann ich nicht mehr anschrauben. Ich habe keine Ersatzschraube. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo was Vernünftiges, Alternatives herbekomme. Weil die schönen Drohnenaufnahmen, die kämen jetzt erst auf der Insel Sky. Muss man da mal was einfallen lassen, keine Ahnung. Naja. So, mal schnell noch tanken hier, letzte Tankstelle. Und dann kommt lang nichts mehr. Ihr seht schon, was hinter mir los ist. Alle wollen es natürlich nutzen hier. Ja, ganz klarer Fall. Wer weiß, wenn man unterwegs liegen bleibt, ist glaube ich nicht so prickelnd. Ne? Also machen wir mal den Tank voll. Sicher ist sicher. Und wie war die Fahrt? Die Fahrt? Heftig. Das ist immer ein Abenteuer. Heftig, Leute, heftig. Habt ihr ja gesehen. Also es hat echt Spaß gemacht. Wie soll man das sagen? Erlebt es einfach selber, Mann. Ja. Echt. Wenn er die Chance jemals bekommt, für alle, die hier noch nicht waren, macht's. Wirklich. Mhm. Es ist bis jetzt, was ich erlebt habe mit dem Wohnmobil oder mit dem Van, die schönste Strecke gewesen, die ich jemals gefahren bin, wirklich. Und wir haben schon einiges hinter uns. Oh, Sizilien, ja. Adria Ministrale und. Aber Slowenien nicht vergessen. Aber das war bis jetzt, das toppt alles. Das toppt alles. Und wir sind ja jetzt erst auf Sky. Ne? Also wir sind jetzt erst auf Sky angekommen. Übrigens hier ganz am Anfang von Sky ist so ein kleiner privater Stellplatz, kostet 10 Pfund ohne großartig Strom etc. etc. Also hier steht man eigentlich frei, aber halt dafür sicher hier auf dem Gelände dieses Besitzers. Ja, hier stehen auch ein paar Wohnmobile. Anscheinend sind die Stellplätze auf der Sky alle voll und ziemlich teuer, aber wir werden uns das selber anschauen. Jetzt werden wir halt mal heute Nacht hier verbringen und dann fahren wir morgen früh rein auf die Insel und erkunden mal ein bisschen die Insel. Da gibt es ja einiges zu sehen, habe ich gehört. So, ich hoffe, euch hat es gefallen auch. Der kleine Trip, heute gab es einfach mal einen Haufen Natur, einen Haufen Musik. Ich hoffe, das war okay. Ist immer besser wie mein Gelaber, oder? Also, sagen wir mal ehrlich. Das Einzige, was mich wurmt, ist, dass die Drohne nicht funktioniert. Besonders jetzt auf der Sky. Naja, vielleicht bringe ich es ja noch hin. In diesem Sinne.